Die Mission mit dem geilsten Respawn. Okay, Pix Shogun, bewegt euch dann Richtung Sektor. Ich schaue, dass ich dann eine kleine Sperre im Vorfeld mache. Zwei Fallschirme Richtung 205. Check. Schon. Noch nicht. Bin circa 30 Meter hinter dir. Er ist 400 Meter. Pause. Check, bin auf deiner Linken, geh jetzt vor. Sehe erstmal keinen Sniper. Ich setze mir in den Busch auch nochmal hin. Ace befindet sich 250 Meter nördlich vom Ziel. Habe gute Sicht aufs Ziel. Oh, Pix geht ran, 50 Meter noch. Ja, Pix auf 190 Grad. Entfernung 300 ungefähr Feinde. Auf Sicht, bitte, Pix. Check, der Flieger liegt ein bisschen unten in der Kuhle. Die durften mich hier unten nicht kriegen. Roger. Sichert von 200 bis 260. Ich kann den 180er Bereich von dir einsehen. Ja, check. Shogun, hältst du mir die linke Seite frei? Ja, check.
230 Grad vom Sektor ist eine Annäherungsroute, die kann ich nicht einsehen. Da liegen so ein paar Steine vor. So verstanden. So, hier ist übrigens nur ein Kurzabriss. Wir haben eine Spielzeit von 10 Minuten für diese Mission. Die wird regulär eigentlich 30 Minuten gespielt. Spielprinzip ist hier auch Domination, das heißt, ist die Punktzahl höher als die Restzeit, wird quasi die Seite gewinnen, die dann zu dem Zeitpunkt die höhere Punktzahl hat, weil der Feind ja sowieso nicht mehr aufholen kann und auch nicht mehr gleichziehen kann. Also ist ein Unentschieden nicht mehr möglich, wird die Mission beendet. Aber ein Kontakt. Richtung. 180 meine Position hinterm Stein. Hier soll euch nur ein bisschen gezeigt werden, was wir für eine Missionsauswahl bei uns auf dem Server haben. Bin ausgewichen. Du sollst kämpfen. Check, gleich haben wir die Domination-Regel. Sind noch Restzeit 3 Minuten und wir haben gleich 3 Punkte.